Moin Moin und herzlich willkommen mit einem etwas ruckligen Start hier. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Zu Trainsport Viva 2, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. Hier fährt gerade die neue Regionalbahn ein, die aus Bielefeld kommt, hier in Köln einfährt. Da wartet schon unser Schnellzug. Herrlich, dass Köln jetzt so langsam aus dem Quark kommt und da schon einige Gleise jetzt benutzt sind. Das wird natürlich noch mehr. Wir haben auch in diese Richtung noch Städte. Hier Hammer, Wolfhagen, die eventuell noch angeschlossen werden per Bahn. Müssen wir mal gucken. Aber hier seht ihr die Strecke Richtung Idenheim. Ich habe hier eine Lösung gefunden, wie ich finde richtig cool. Wegen dieser großen Brücke habe ÖPNVs gebaut. Wir fahren jetzt also auch so ein paar Busse durch die Gegend, sodass das alles jetzt hier ein bisschen vorangeht. Dann können wir nämlich direkt gucken, womit machen wir weiter. Das ist eine gute Frage. Jetzt machen wir ganz kurz Pause, weil mir ist etwas aufgefallen. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Etwas ganz Wichtiges, wir produzieren kein Werkzeug mehr. Und ich habe auch schon geschaut, warum denn das so ist. Weil wir kein Holz mehr haben. Hier oben wird aus irgendeinem Grund kein Holz mehr angeliefert. Ich weiß nicht, was ich kaputt gemacht habe. Ich weiß nur, dass das mit der Holzlinie nicht mehr funktioniert. Also beziehungsweise hier werden noch 100 Tonnen abtransportiert bis hierhin. Aber hier fehlt der Abtransport. Ich weiß nicht, ob wir zu viel Baumaterial herstellen. Eventuell, dass der das nicht mehr mitnehmen kann. Weil die Anhänger können es eigentlich. Holz. Der Zug ist zuständig für Linie, Baumaterial und Bretter. Aber warum zur Hölle nimmt er die nicht mehr mit? Irgendwas habe ich kaputt gemacht beim Umstellen. Stimmt das vielleicht nicht, dass er voll lädt? Dass er voll lädt von Baumaterial irgendwie? Kann das vielleicht sein? Vollladen, einer fragt, laden, wenn vorhanden. Ja, aber lädt der denn? Das ist er ja auch gar nicht. Da. Oh ja, aber er hat noch ein bisschen Kapazität. Aber es kann durchaus sein, dass er kein Holz mehr transportiert, weil der theoretisch mit Baumaterial voll ist und das vielleicht Vorrang hat irgendwie. Da müssten wir mal, wir können das doch. Ah, nein, das ist aus. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir machen 50-50. Machen wir auch. Oder 60-40. Müssen wir mal gucken. Deswegen funktioniert das nicht. Ach du Scheiße. Ja gut, dann ist das aber seitdem wir das hier umgebaut. Ja, das haben wir auf der anderen Linie gemacht. Okay, dann sollte es jetzt wieder funktionieren. Kann das sein? Ja. Lol. Okay. Gut. So, was ist hier? Oh ja, so langsam nimmt auch hier die Produktion an Fahrt auf. Wunderbar. Was ich machen würde, erstmal schauen, wie gut die versorgt sind, relativ gut. Einmal nach unserer LKW-Linie schauen und dann, die sind tatsächlich auch sehr voll. Ich finde das cool hier, so schön noch eine Landstraße. Ja, relativ gut.
Mittlerweile ist hier die das Lager voll auf dem Bahnhof. Und hier müsste jetzt eigentlich mehr produziert werden. Obwohl da immer noch kaum was im Lager ist. Na gut, die Züge liefern ja auch nicht noch mehr an. Müssen wir gucken, ob wir die bald ersetzen können. Wie alt sind die schon oder ob wir die erstmal warten? Aber wir haben hier, genau, wir hatten aus, machen wir langsamer so. 32 Jahre, 12 verbleiben noch. Gut, da können wir über einen Ersatz nachdenken. Auf jeden Fall. So. Ich hatte mir gedacht, dass wir Bielefeld vielleicht versorgen. Das ist aber schwierig, weil wir da erstmal noch eine relativ große Linie aufbauen müssen. Das machen wir dann also nicht. Ja, Werkzeuge kommen hier. Baumaterial sieht doch eigentlich ganz gut aus. Auch Dortmund, Benzin. Das könnte besser sein. Inwiefern können wir das denn noch ausbauen? Groß noch. Hier könnte die quasi die doppelte Menge noch geliefert werden. Das heißt eigentlich, wir haben hier hinten, das hatte ich ja schon mal gesagt, hier auch noch Ölquellen. Könnten wir von hier noch eine Bahn bauen, die hier unten irgendwie anschließen? Mann. Oder wir bauen heute mal den Flughafen. Nee, das machen wir dann, wenn in der nächsten Folge. Das schauen wir nicht mehr. Aulosen. Ja, brauchen wir nämlich auch Benzin. Ja, das ist alles nicht so einfach. Man muss schon noch planen. Zum Beispiel hier auch Werkzeug. Die müsste eigentlich viel stärker noch angehen hier. Und Hamburg auch. Okay, pass auf, wir wechseln auf dieser Strecke die Züge. Die haben 130 und warten tun ja hier, trotzdem der Zug abgefahren ist, über 200. Komm her, es gibt einen Fahrzeugersatz. Diese drei Züge werden getauscht. Da gucken wir mal auf die Loks. Da sind einige verschwunden. Wir haben nicht mehr so viel Auswahl hier. Könnten wir eigentlich gucken. Kostet 11 Millionen. 2904. Die ist etwas teurer, aber brauchen wir diese extremen Züge? Die kostet 2 Millionen im Jahr. Während die nur 1,8 kostet. Also selbst da können wir ja die große nehmen hier. Und wären damit trotzdem noch besser bedient. Vielleicht würde sogar die kleine reichen. Wir kaufen die ja noch nicht. Wir können den mal hier hinsetzen. Fahren doch auch schon, fahren die eigentlich schon mit den großen Wagen? Ja, ne, müssten sie eigentlich. Ja, 130. Okay, na gut, die Lok passt vielleicht nicht ganz. Ich würde die gut. Macht das denn einen großen Unterschied? Nein, eigentlich nicht, ne? Die ist sogar noch schwächer in der Zugkraft. Da würde ich doch fast sagen, wir nehmen tatsächlich. Ne, die ist schlechter. Warte mal, wir müssen hier. Die ist zu extrem hier. Die nehmen wir. So. Mehr Kapazität ersetzen wir. Eine weitere gemoddete Lok. Geiles Teil. Habe ich übrigens auf meiner Modelleisenbahn auch diese Art. Ich glaube, die modernere davon. Geiles Teil. Und ich finde es schön, verschiedenste Arten zu haben. Und die Wagen passen, wie ich finde, da auch ganz gut zu. Auch in meiner Eisenbahnanlage hat die einen Kohlezug hinterhängen.
wird hier auf der Strecke wunderschön. Ach herrlich, herrlich, herrlich. Ich kann es nur immer wieder sagen, wie schön das ist. So, der hat jetzt noch nicht vollgeladen, der ist nämlich jetzt schon wieder abgefahren. Cool, sehr schick. Dann sollte hier mehr ankommen. Eventuell sollten wir hier mal gucken, ob wir da noch mehr auf die Strecke setzen müssen. Im Moment sehen wir ja zum Beispiel, dass jetzt das Lager aber schon leer ist. Ach so, wir müssen hier den Bahnhof noch vergrößern. So, Bahnhof verlängert und verbreitern. Scheiße. Meine Idee wäre es, das sage ich euch gleich, was meine Idee war, weil ich mache mir immer zwischendurch schon mal so ein bisschen Gedanken. So, ihr seht es vielleicht jetzt schon, dass da möglicherweise dann die mittleren Gleise die Durchfahrtsgleise werden. Für diese Strecke, denn die wird bald vielleicht noch mehr ausgebaut. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, denn wir haben ja hier noch eine Ölraffinerie. Die würde ich wiederum gerne mit diesen Öldingern anschließen, hier rum, dann von dieser Strecke da dran, hier runter zu diesem Ölding und dann nämlich zur Weiterverarbeitung hier zu diesen Ölraffinerien, zu der und zu, waren das nicht zwei? Ach nee, das waren die Städte, die da versorgt werden müssen. Genau, und halt auch hier entlang. Dass wir das Ganze irgendwie verknüpfen müssen. Vielleicht bauen wir auch nochmal eine neue Raffinerie. Aber das wäre meine Idee, die ich jetzt gerade auch umsetzen möchte. Ich dachte erst, das machen wir später, aber mir war ja gerade gar nicht so bewusst, was wir überhaupt bauen wollen. Deswegen können wir das eigentlich direkt mal machen. Und wie gesagt, diese Gleise wären die Durchfahrtsgleise. Ist jetzt schade, dass er nicht eine Brücke baut. Ich hätte gerne eine Brücke dahin. So sieht das nämlich komisch aus, wieder, wenn wir das jetzt. Doch, so, halt, wir müssen erst. Wir bauen erst die Straße. Und bauen jetzt die Schienen drüber. Nee, geht nicht. Er macht einfach keine Brücke. Das ist echt. Also ich finde es schade, dass er da jetzt das nicht möchte. So. Er kann da locker einen Tunnel unter. Was ist denn jetzt los? Warum macht er das jetzt nicht? Das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Er kann da locker einen Tunnel untersetzen. Aha. Hier wird es Klicker. Er kann jetzt. Wartet mal, ich überlege gerade.
Ich finde das... Nein, ich möchte das so nicht. So, und jetzt macht er bestimmt eine Brücke, oder? Hehe. Ausgetrickst. Oh, wir haben mittlerweile noch eine neue Brücke. Ne, die nehmen wir natürlich. So kurz wie möglich. So. Genau, so gefällt es mir. Tatsächlich, es ist wirklich so. So, das ist wahrscheinlich ja hier, genau, die Hauptstraße. Das heißt, die führen wir mal fort. Fahrzeug im Weg. So, dann schließen wir das nämlich nochmal an hier. Da weg, so. So, jetzt ist das Ganze auch schöner angeschlossen hier. Achso, hier fehlt jetzt noch die Straße. Die bauen wir jetzt. So, dass sie... So. Nein, nicht euer Ernst. Und leider hier das Abreißen. Da passt nämlich keine andere Straße zwischen, leider. So, und jetzt machen wir das hier noch schick. So, guckt mal. Und jetzt kommen wir hier mit dem Gleis raus. Und möchten hier noch dran. Die Frage ist, ob das überhaupt so bleibt oder ob wir das irgendwann noch mehrspurig ausbauen müssen. Wahrscheinlich, wenn wir da noch mehr Züge fahren lassen, muss das, glaube ich, eine viergleisige Strecke in den Bahnhof hier unten sein. Müssen wir nach oben auch? Ja, wir müssen ja von da aus. Ne, nach da müssen wir. Aber hier gibt es auch Öl. Genau da. Da muss das ganze Öl ja auch hin. Ja, wir sollten uns offen halten, eventuell... da einen Knick einzubauen. So, also da müssten wir ungefähr dran gehen. Hier unten.
Dann sind wir bei 200 km/h, das finde ich okay. Dieses Kreuz hier, das bauen wir wahrscheinlich, das kann ich euch jetzt schon sagen, das bauen wir wahrscheinlich noch um. Erstmal wäre es aber okay für mich, wenn wir das so haben hier. Dann muss allerdings hier das Signal weg. Eventuell bauen wir dann also, wie gesagt, von hier aus viergleisig zum Bahnhof. Und dann eine Sache, die wir noch machen, vielleicht aber erst beim nächsten Mal. Auf jeden Fall hier noch. Das heute noch und beim nächsten Mal. Das kann ich euch aber schon mal ankündigen. Würde ich sagen. Ich hoffe, das wird cool. Okay, also wir müssen da runter. Weil wir dann da dran müssten, theoretisch. Ist auf der gleichen Höhe. Machen wir mal eine Höhe. Wir machen das mal so. So. Das Stück wird auch angepasst hier. So, das wäre das Durchfahrtsgleis quasi und dann müssen natürlich noch die Zufahrtsgleise hier hin. Und hier noch eine Weiche rein. Ein Signal hin. Und fertig wäre es erstmal. Wobei ich tatsächlich auf dem Durchfahrtsgleis dann vielleicht, na, das können wir auch immer noch machen. Das ist ja erstmal nur vorbereitend für irgendwann. Das finde ich ja cool, die Brücke. Ist gar nicht so schlecht. So, machen wir mal so, dass sie ungefähr 100 km/h fahren können über die Weichen. Was macht der denn da jetzt andauernd? So. Na, ob das passt von der Länge her, das wird schwierig. Da müssen wir mal gucken. Wenn jetzt hier, wir gucken noch mal ganz kurz, danach machen wir Schluss. 320 Meter Zug hält, steht der möglicherweise hier hinten auf den Schienen drauf. Eventuell müssen wir das dann hier tatsächlich verändern. Aber insgesamt finde ich das erstmal gar nicht so schlecht geworden hier. Nach und nach entwickeln sich also auch die Bahnhöfe. Das ermöglicht uns etwas ganz Tolles auf unserer Hochgeschwindigkeits- oder auf unserer Fernbahnlinie. Ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, ist übertrieben. Aber möglicherweise würde ich dann unsere älteren Züge einmal tauschen, aber das machen wir nicht mehr heute, sondern dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne eine positive Bewertung dalassen. Würde mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier im Transport Fever 2. Bis dann, euer Transport. Bye, bye.